Ja, Viertel nach elf, hier hat sich auf dem Gießenkirchener Marktplatz noch nichts getan. Das Ganze findet um 13.11 Uhr nämlich statt. Aber wo sind die ganzen Möhnen denn? Die müssen sich doch bestimmt irgendwo vorbereiten. Ich suche sie jetzt mal. Hier stecken sie also, alle Möhnen. Die bereiten sich nämlich hier vor. Aber wie ist man als Möhne bestens vorbereitet? Man verkleidet sich schön, bringt gute Laune mit und dann kommt alles andere von selbst. Dann stoppt mal Fahrrad und verträgt durch die Stadt und jeder hätte gesagt. Ich war noch nie an Altweiber unterwegs. Das ist eine Bildungslücke. Da ist echt eine Bildungslücke, da muss man was tun. Die Bildungslücke möchte ich aber schließen. Gib mir doch mal einen Tipp, wie ich mich verhalten muss als Möhne. Ja, weiß ich nicht. Also erstmal schunkeln, trinken, ich weiß nicht noch. Was machen wir noch? Ja, genau. Auch Alkohol genießen, nur in Maße. Du bist so gut verkleidet, gib mir mal ein paar Tipps, ich bin das erste Mal hier. Ja, wir stürmen das Rathaus wie jedes Jahr und wie immer habe ich auch meine langen Unterhosen von meinem Mann an, nicht vergessen. Die Arbeitssocken auch, brauchen wir gar nicht, schönes Wetter. Und gleich gehen wir da rein, wir machen die Männer alle. Du darfst mich lieben für drei tolle Tage. Du musst mich küssen, das ist deine Pflicht. Hallo. Du kannst mir alles, alles Schöne sagen. Ich habe mich reingeschlichen ins Rathaus und ich bin sehr froh, der Zirkusdirektor persönlich steht neben mir, Hermann Josef Krichel-Meurer. Hallo erstmal. Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen in Gießenkirchen. Dankeschön. Also ich darf eigentlich noch nicht hier sein. Wie wehrst du dich denn gegen all die Möhnen, die gleich auf dich zukommen? Also zunächst muss man mal sagen, die Gladbacher Karnevalisten haben dieses Jahr ein Motto gewählt, wo wir Politiker uns auch mit auskennen, weil die Bürger sagen ja, wir machen sowieso immer bloß Zirkus. Aber wir Männer hier in Gießenkirchen verteidigen heute nicht nur das Rathaus, wir verteidigen auch unsere Ehre. Wir werden zeigen, dass wir uns die Frauen vom Halse halten können, ihnen nicht zu nahe kommen. Wir feiern hier im Rathaus, tun das, was wir am liebsten machen, eine Biergetränke und ihr dumme Vertell. Und die Frauen sollen gute bleiben. Prinzenpaar zu sein. Ja, Sie hören es ja, das Prinzenpaar ist in Gießenkirchen angekommen. Und das unterstützt natürlich alle Möhnen hier, weil das Rathaus ist noch nicht erstürmt. Aber gleich geht's los mit voller Kraft voraus. Wir wollen rein, wir wollen rein, wir wollen rein. Ja, meine andere Kaschem. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Jetzt auch. Jetzt auch. Wir haben Freude, Frühjahr, ein super Jahr. Wir drehen in der Oberlohe, ich manchmal zurück.